Hallihallo und herzlich willkommen in einer unsere neuen Ranger Folge von Fallout New Vegas. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir werden, oder beziehungsweise erstmal, wir sind hier im Atomic Wrangler und wir berichten, dass wir eine Ghoul Lady gefunden haben also und den Typen mit der samten Stimme. So. Hab immer geahnt, dass die Burschen Dreck am Stecken hatten. Ich hätte gerne einen Schluck Lust. Matratzensport, Zimmer, Lügen und 600 Kronkorken geben. Ich habe alle Schulden eingetrieben. Die Anhänger waren an einem Handel gegen Vorräte interessiert. Dann müssen Sie mit meinem Bruder James sprechen. Er kümmert sich um die ganzen Handelsverträge und die allgemeinen Abläufe. Okay. Kriegs, Lady Jane. Sie schon wieder? Was wollen Sie jetzt? Ja, ich schon wieder. Eine der Familien, die den Strip kontrollieren. Ein Haufen Betrüger. Bla bla bla. Wo ist denn der Bruder von der Tante? Hallo. Kassierer. Sind die Spieltische. Der Bruder ist bestimmt irgendwo beschäftigt. Dann kommen wir später nochmal her. Ich habe jetzt keine Lust, ihn zu suchen. Aber hallo! Hey, immer schön in der Rolle. Warum so feindselig? Warum die Mühe? Sie machen sich so schon lächerlich genug. Aber für einen professionellen Zwischenrufer akzeptabel. Was? Sie gehören gar nicht zu. Danke, aber deshalb bin ich nicht hier. Oh, tut mir leid. Ich dachte, Sie wären der Zwischenrufer, mit dem Garrett die Show aufpeppen wollte. Auf Wiedersehen. Die Legion. Wo ist denn Ihr Bruder? Ach, halt's Maul, wir gehen jetzt. Und kümmern uns um den Streit zwischen den Kings und, beziehungsweise zwischen Pacer und der RNK. Weil der King will ja eigentlich mit der RNK zusammenarbeiten. Wahrscheinlich müssen wir ihn abknallen. Hi, Obdachloser. So, rüber nach Freeside. Johnny Uno. Dean Domino. Interessante Menschen, die hier am Start sind auf der Piste. Das extra Sonnenenergie erhöht die direkte Sonneneinstrahlung. Die Stärke um 2. Krass. Die schießen schon und das Spiel ruckelt. Okay, wir müssen hier ganz kurz einen Schnitt machen. Oder? Nee, es fängt sich. Oh. Weg mit der Waffe oder wir schießen. Auf was schießt ihr, Leute? Es passt gerade nicht besonders. Hey, Chefin. Was wollten Sie? Der King möchte bei den Hilfsmaßnahmen helfen. Ich dachte so mir, dass wie ich er dem Gesandten, Zeit den wir geschickt haben, sie einfach hat? Umbringe. Nein, danke. Das war dann er nicht. Sollte er lieber er wusste nicht mal, dass ein Gesandter wir geschickt worden war. Wir wissen sicher, dass der Gesandte das Hauptquartier erreicht hat. Aber wenn der King zu Verhandlungen bereit ist, dann können wir uns vielleicht einigen. Ich lasse meine Leute wegtreten. Okay, und nun? Zum King zurückkehren, bla bla bla. Dass die Situation entschärft wurde und ich durfte niemanden erschießen. Toll.
So, dann gehen wir wieder zurück. Der King hat gerade eine Nachricht der Kings? Entsandt, dass die Kerle unantastbar sind. Er hat wahrscheinlich schon gehört, was sie hier gemacht haben. Sieht aus, als ob sie ein Held sind. Genießen Sie es, solange es anhält. Ja, du Spacko. Theoretisch sollte ich dir nochmal in die Kniescheibe schießen. Für das, was du hier gemacht hast. Ach ja, immer diese schönen Ladescreens. Ich weiß auch nicht so recht, wie ich dies überbrücken soll. Oh, Wengler, ist der Garrett nicht da? Beziehungsweise der Bruder? Wegen der Anhänger? Hüpfi, hüpfi. Hey, Bitch. Irgendwie spielt sich die Musik hier jetzt auch doppelt. Ist ein bisschen ekelhaft. Aber nur ein bisschen ekelhaft. So. Hey, King. Wie sieht's aus? Ah, sehr schön. Er ist auch hier. Ich habe gehört, was passiert ist. Vielleicht sollten wir mehr reden und weniger kämpfen. Sie haben uns viel geholfen, also habe ich so ist es. Wenn es in meiner Macht steht, dann wird es geschehen. Übereilen Sie nichts. Lassen Sie es sich durch den Kopf gehen. Denn das ist der einzige Gefallen vom King. Die Lage ist viel besser geworden, seitdem Sie uns mit den Soldaten geholfen haben. Danke nochmal. Also, was kann ich für Sie tun? Nochmal wegen Rex. Dieses Gebäude ist interessant. Was wissen Sie darüber? Ich habe Rex vor ein paar Jahren. Woher haben Sie den Roboterhund bekommen? Er hatte ein paar Beulen, aber einer der Anhänger hat ihn repariert. In letzter Zeit benimmt er sich etwas. Stimmt irgendwas nicht mit ihm? Ich habe ihn zu den Anhängern gebracht und untersuchen lassen. Sein Gehirn wird wohl schlecht oder so. Na. Sie meinten, dass sie nicht die Werkzeuge können die ihm helfen? Zu helfen. Bisher. Aber sie meinten, dass es schlimmer wird. Geht es ihm gut? Ich weiß nicht, was man noch tun kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Kann ich irgendwie helfen? Wenn Sie eine Möglichkeit finden würden, Rex zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Am besten reden Sie mit Julie Farkas in Old Mormonford, nördlich. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück als ich. Okay, dieses Gebäude ist interessant. Was wissen Sie? Reden wir über Freeside? Sprechen wir über die Kings? Sie müssen die Gewalt gegen RNK-Bürger im Freeside beenden. Kann ich mich den Kranks anschließen? Wegen diesen Gefallens, den Sie mir schulden. Das ist der erste Satz. Erstmal wegen der Gewalt. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich sowas abziehen könnte. Ich bitte Sie doch nur, es zu versuchen. Auf jeden Fall werden Sie das. Ich die Kings werden Ihnen folgen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich diesen Haufen Rabauken gehorsam machen kann, dann sollten ein, zwei Wichtigtuer kein Problem sein. Okay, das ist ein Wort. So ist es. Solange ich das Sagen habe, gibt es keine Gewalt mehr gegen die RNK. Aber damit sind wir quitt, verstehen Sie? Die Lage ist viel besser geworden, seitdem Sie uns mit den Soldaten geholfen haben. So, dann hätten wir das auch geklärt. Ah, das Gehirn. Der Hund wird halt auch alt. Es wird nicht auf ewig konserviert. Vier Lebewesen verfallen halt doch alle, früher oder später. Traurig, aber wahr. Okay, genug von der Trauergequatsche und auf zum Strip, auf die andere Seite von Dings. Wo will uns das Ding denn jetzt hinschicken? Mit Judy Farkas? Nein, hier, King's Gambit.
Das mit dem Wuff machen wir ein anderes Mal. Oh, da war mal ein Steakhouse. Oh, das wäre toll. Ach, das waren die blöden Pisa, die uns angegriffen haben. Welcome to the strip. Ich komme, Strip. Ich komme. Gehen Sie weiter. Hi. Mach ich doch sowieso. Was mir eh nichts zu sagen. Komischer Security. Du kannst mir gar nichts mehr, dein Meister ist Geschichte. Und das Ganze hier machen wir eigentlich nur, weil wir von der Feinschmeckergesellschaft anerkannt werden wollen. Toll. So hat das ganze Mission machen hier auf Strip angefangen. Das Gefühl ist irgendwie mehr los als sonst. Von der Menschenmenge her. Die Vault 21, ach ja. Ich hätte mich gefragt, ob man, wenn man es auf dem PC gespielt hätte, auch so bequem mit dem Controller hätte spielen können. Das würde mich jetzt interessieren, ob das gegangen wäre. Würde mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet, falls ihr damit Erfahrungen habt. Weil man kann ja über Steam mit Controllern spielen. Ich habe zwar eine PlayStation-Controller, aber vielleicht geht das ja auch. Haben ja auch einen USB-Anschluss. Ja, betrunkene RNK-Mitarbeiter. So, gehen wir erstmal hier zum Botschafter Crockett. Crockett zu Krokodil-Botschafter. Aus den Sümpfen vom Sumpfistan. Was gibt's? Ah, hallo. Ich nehme an, Sie haben einen Bericht zur Situation in Freeside? Ja, haben Sie etwas zu berichten? Ich wollte mit Ihnen über die Lage im Freeside reden. Jawohl. Ich habe mit dem King geredet, der versprochen, die Gewalt gegen Aaron Kala einzuschränken. Also können wir damit rechnen, dass die Gewalt bald deutlich zurückgeht. Jetzt zu Ihrer Belohnung. Das war ein etwas kompliziertes Thema, aber ich konnte das hier für Sie rausschlagen. Ja, ist okay. Freut mich, dass ich helfen konnte. Danke. Denken Sie bei zukünftigen Aufträgen an mich. Die anstehende Arbeit bezieht sich auf Themen, die ich persönlich erledigen muss. Sie haben jedoch noch eine weitere Möglichkeit. Ich habe eine Nachricht von Colonel Moore am Hooverdamm erhalten. Sie hat Ihre Bemühungen verfolgt und würde sich gerne mit Ihnen treffen. Sie sind offiziell kein Mitarbeiter der RNK, also zwingt sie nichts zu gehen, aber an ihrer Stelle würde ich hier bald einen Besuch abstatten. Der Colonel ist nicht jemand, den man warten lässt. Alles klar, danke. Level up. So, wohin damit? Wir haben auch nur diese 17 Punkte diesmal. Schleichen, nö, reparieren, ist eigentlich soweit okay. Nein. Sprengstoff, Bienengranaten, Raketenwerfer, Fatman. Energiewaffen, Pfeilchen. Ausgeprägt ist, dass sie weniger kosten im Allgemeinen die Gegenstände, die sie kaufen möchten. Ich glaube, da bleiben wir hier erstmal nochmal ein bisschen bei. Radazong. Für die Republik Teil 2. Okay. Haben wir jetzt nötigen Ruf für... Junges Herz. So, jenseits des Fleisches.
dann versuchen wir das jetzt und wenn das nicht klappt, dann töten wir die einfach. Dann kämpfen wir uns da durch die Küche. Weil ich nicht weiter hab Lust, mir den Arsch hier auf das Strip abzuackern. Der Ruf müsste eigentlich genügen, den wir inzwischen erworben haben. Wir können aber da drüben nochmal in das Gebäude gucken. Das ist nämlich auch ein komisches Hotel. Wie ich das verstanden habe. Michelangelos Werkstatt. Boah, vielleicht gibt es hier coole Sachen zu kaufen. Ein Fluggerät oder so. Ein paar Flügel für unsere Powerrüstung. Jetpack. Sowas in die Richtung. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hey, Kate. Sie haben unser Schild am Eingang gesehen, nicht wahr? Hier werden die wunderschönen Reklameschilder des Strip Wirklichkeit. Entspringt alles Michelangelos Fantasie. Wir legen da und dort auch Hand an, klar, aber das wahre Genie ist er. Er ist der Grund, warum der Strip wie ein Stern am Nachthimmel steht. Wer ist Michelangelo? Mike hat jedes Schild, jede Plakattafel und jedes Licht der Gegend entworfen. Schauen Sie mal hinterm Laden, dort arbeitet er normalerweise. Wo kann ich ihn finden? Er ist der Grund, warum der... Sprechen wir nochmal über ihn. Ich bin jetzt seit über einem Jahr hier, obwohl es mich eigentlich nie lange an einem Ort hält. Ich plane später ein wenig im Ödland herumzuziehen. Die Leute dort brauchen Wärme und Freundlichkeit. Da draußen gibt es zu viel Furcht und Leid. Ja, wenn Sie mal da draußen waren, wissen Sie auch warum. Okay. Ist irgendwie ein bisschen uninteressant hier. Ultralax war, glaube ich, das Hotel der Feinschmeckergesellschaft. Die Dinge werden jeden Tag seltsam. Wieso ist denn diese Frau da gerade gegen die Wand gelaufen? Ach, weil sie sich daran gestellt hat. Nein, ich möchte gerade keinen Schluck aus meiner Dings aus Vault 13 nehmen. Habe ich noch die geschalldämpfte Waffe in der Tasche? Muss ich mal schauen kurz. So, Rainer. Es sind sogar beide Karten auf dem Dings, beide Eingänge auf der Karte markiert. So rum. Verzeihen Sie aber. Wären Sie so freundlich, sich das mal in den Arsch zu stecken? Klar, hier. So, jetzt haben wir auch die Versteckten nicht mehr, oder? Nein! Bringen Sie mir Kuchen. Hey, Chef, hast du vielleicht nochmal was? Okay, jetzt haben wir keine Waffe mehr. Toll. So, schauen wir erstmal, ob die Frau mit uns jetzt sprechen will, sonst gehen wir nochmal raus, rein und dann machen wir sie alle nieder. Das Gourmand im Ultralax. Willkommen im Ultralax. Hi. Ist schon in Ordnung, ich esse auch Menschenfleisch. Sie nein. Sind meines Erachtens sind eine eindrucksvolle Person geworden. Und Sie werden von all jenen, auf die es ankommt, sehr geschätzt.
Sie haben meine volle Unterstützung und sind herzlich eingeladen, an unseren nächtlichen Banketten in einem besonderen Teil des Gourmand teilzunehmen. Ich hoffe, Sie dort zu sehen. Yeah, wir sind Ehrenmitglied. Tschüssi. So, Kleidung. Voll der sexy Dude hier. So, jetzt müssen wir uns mal die Mission aber durchlesen. Mit dem Wein beim Bankett der Feinschmeckergesellschaft mit Drogen versetzen. Philippe los werden uns ein Rezept für Menschenfleisch für das Bankett kochen. Ted zu seinem Vater bringen. Im Moment sollte man lieber auf keine von beiden Seiten wetten. So, erstmal müssen wir jetzt in die Küche. Da, hoffentlich passiert jetzt nichts Schlimmes. Okay, so kann man auch Fleisch zubereiten. Warum können wir denn jetzt nicht speichern? Ah, geht doch. Wir hätten vorher speichern sollen, bevor wir hier rein sind. Ist ein bisschen doof jetzt, aber... Ja. Passiert. Ist passiert. So, was haben wir denn hier unten eigentlich? Sie da. Was denken Sie, was Sie da machen? Oben gab es einen Wasserrohrbruch. Ich soll den Schaden im Augenschein nehmen. Ich soll den Jungen für Mortimer verlegen. Ich glaube, dass jemand uns verraten könnte. Vertraut er jedem, jetzt vertraut er niemandem mehr. Zum Mäusemelken. Wir sollten jetzt wirklich vorsichtig vorgehen. Wir sind alle dran, falls etwas in die Hose geht. So ist es. Okay, da ist der Junge drin. Was stehen Sie noch da? Meinen Sie, die Welt wartet auf Sie, während Sie sauernd herumstehen? Gehen Sie los und machen Sie sich an die Arbeit! Was glauben Sie? Für wen halten Sie sich? Glauben Sie, wer ich bin? So mit mir zu sprechen. Ich bin der verdammte Gott der New Vegas Brahmin Fusionsküche. Nein, nein, mehr noch als das. Ich habe essbare Nahrung überhaupt erst erfunden. Essen Sie gerne? Gut, Sie schulden mir Ihre gesamte gottverdammte beschissene Existenz. Ich gehe jetzt mal wieder an die Arbeit. Sie scheinen trotz ihres dreckigen Gesichts, ihres hirnlosen Ausdrucks und ihrer nicht vorhandenen menschlichen Würde sind Sie kein Bediensteter. So ist es. Ihre Neigung zu Wutanfällen verweist auf ungelöste Konflikte aus ihrer Vergangenheit. Ich schreie Leute an, weil es mir Spaß macht und weil sie es verdammt nochmal verdienen. Nicht, weil Mami und Papi mich oft genug umarmt haben. Es könnte sich um eine Projektion handeln. Sie glauben, dass ich Leute anschreien muss, weil mein Vater uns verlassen hat, als ich 5 war. Oder weil meine Mutter ein drogensüchtiges Monster war und regelmäßig fremde Männer mit nach Hause brachte, die ich Onkel nennen sollte.
Oder weil meine Schwester mich immer in eine Versandkiste gesperrt hat, wenn sie auf mich aufpassen wollten. Und mein Bruder. Gott, das hatte ich total vergessen. Wie konnten die mir das antun? Ich kann nicht hier bleiben. Ich kann hier nicht bleiben. Ich brauche Zeit für mich allein. Vergessen Sie das verdammte Bankett. Wissen Sie was? Was ist mit dem das Bankett? Das können Sie erledigen. Sie sind der Starkoch. Nehmen Sie meine Rezepte. Aber das füllt das Loch nicht aus. Denken Sie immer daran. Sie werden sich immer leer fühlen. Danke. Oh, Erste-Hilfe-Schrank. Nichts Wichtiges drin. Okay, Philippe, sind wir los? Menschenfleisch für das Bankett kochen. Kochen. Eine Mahlzeit aus Menschenfleisch im Intat nach Rezept kochen. Den Oberkellner über die Sprechanlage rufen. Aber es ist doch noch gar niemand hier. Wir sollten schon bis 7 warten. Ich bin Zeit, da, das Essen zu servieren. Okay, bis 7 warten wir. Mein Papst wird euch Wichser umbringen, wenn er rausfindet, was ihr mir angetan habt. Hey, Ted. Mein Papst hat sie geschickt? Halt's Maul. Scheiße, ich wäre hier drin fast gestorben. Ich bin hier, um wo sie rauszuholen. Wo zum Teufel waren Sie so lange? Das ist nur ein so verdammtes Hotel. Wer war das überhaupt? Sie haben mir ans Über gezogen, bevor ich Sie sehen konnte. Keine Zeit für Erklärung, wir müssen dringend raus. Einige Mitglieder verhängen. Was zur Hölle? Mich essen? Und wollten sie verspeichern. Was für ein kranker Wichser würde einen Menschen essen? Ich sage Ihnen was. Sobald ich hier raus bin und meinem Papst die Geschichte erzählt habe, wird die Leimschlecker-Gesellschaft Geschichte sein. Die Feinschmecker-Gesellschaft trifft keine Schuld, nur Mortimer und einige andere. Das ist nicht mein Problem. Zur Hölle damit! Sie sollten Sie haben alle diese Freaks töten. Gesehen. Sie sehen gleich Nein, aus, hören sich gleich an und garantiert essen sie auch das Gleiche. Sie verdienen, was mein Papst für sie auf Lager hat. Sie haben recht, sorgen wir dafür, dass alle getötet werden. Okay, ist ja gut. Aber ich werde trotzdem noch hier dafür lassen, sorgen, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen. Auf geht's, ich bin direkt hinter Ihnen. Auf geht's, Bewegung. Nein, du wartest hier. Zwölf. 1, 2, 3, 4. Wie kann ich behilflich fünf, sein? 6, halb 6. Aber es ist. Das Essen ist fertig. Wie kann ich behilflich sein? So, dann warten wir noch mal eine halbe Stunde. Kommt sofort. So, dann bringen wir den gleich weg. Da ist der Oberkellner. Dein Arsch gehört mir. Okay. So war das jetzt nicht geplant. Autsch.
das ist Hoffnungs... Okay, wo ist denn jetzt hingelaufen? So, jetzt haben wir ein Messer. Hier drüben. Na, reicht schon? Na, komm her, Oberkellner. Oh, fuck. So, versuchen wir ihn noch hier abzustechen, so ein bisschen. Jawohl, fast geschafft. So, gib mir das. So, den Gehstock können wir noch anliegen. Wir ziehen uns nochmal wieder schick an. So, bevor wir da reingehen, speichern wir nochmal. Die Kleidung fehlt noch. Genau, speichern wollten wir nochmal ganz kurz. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Episode von Fallout New Vegas. Heute ging es wirklich etwas länger. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde heute gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden morgen... Ted den Leckerkannibalen vorführen und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao!